An meiner Seite sind heute Hidan. Hallo. Und mein geliebter Bruder Christian. Hallihallo. Ihr seid Skelette, ne? Ja. Wir spielen Viscera Cleanup Detail und dazu gibt es jetzt das Halloween Special. Was müssen wir machen? Wir müssen sauber machen. Ne? Das, was ich eigentlich zu Hause gar nicht kann. Und wir haben hier ein wunderbares Haus, in dem irgendwas passiert ist, ne? Oh, die ja, wahrscheinlich schon. War gestern Halloween. Ach du Scheiße, hier liegen überall Leichen rum. Ja, es war gestern war Halloween. Hier drin. Hier wurden Menschen ermordet. Oh mein Gott. Oh mein Gott, they killed Kenny. Gucken wir mal, was. Susi, oh, was mit dir passiert? Alter! Guck dir das mal an. Guck mal hier. Ja. Wenn das nicht mal reif ist. Ja. Dann hab ich... Ey, ich hatte hier gestern Abend geklingelt und die wollten mir halt nichts Süßes geben. Ja. Oh, hier kommt ein Skelett rausgefallen. Ich glaube, der hat Verstecken gespielt. Und er wurde nicht gefunden. 10 Jahre lang. Ach du Scheiße, wie sieht's denn hier aus, ey? Boah. Oh. Ja, Christian, was hast du angerichtet, ey? Ich habe nichts gemacht. Ja, ja, hier ist überall alles voller Blut, ey. Sieht aus, als wenn hier irgendwie der Exorzist gewütet hätte, ey. Die eine Tür geht auch gar nicht. Ist der noch im Spiel drin? Ja, nee. Ja? Ich bin irgendwie rausgeflogen. Ja, du warst so schockiert von dem Spielerlebnis, dass du gleich rausgeflogen bist, ne? Ach, was ist hier in der Badewanne denn passiert, ey? Ey, ich sehe mich im Spiegel nicht. Bin ich ein Vampir? Vermutlich. Oh. Komme ich jetzt in mein eigenes Game wieder rein? Connecting, also, ja. Nein. Worum geht's in Viscera Cleanup Detail? Wir müssen putzen und Müll wegräumen. Und wir können uns hier so lustige Sachen rausholen. Eine Kerze zum Beispiel. So. Jetzt mal gucken, was im Keller drin war. Ach, es gibt noch einen Keller? Ja. Vom Bauherrn müsste es einen Keller geben. Oh, ich hab ihn gefunden. Ah, hier ist ein Keller. Oh, die waren so in Panik, dass sie mit dem Auto rausfahren wollten. Ja. Und vergessen haben, das Tor hochzumachen. Im Keller? Mann, ich werf hier alles um. Im Keller gibt's eine Toilette. Aber ich kann mich immer noch nicht im Spiegel sehen. Weil du ein Geist bist. Das könnte durchaus sein, ja. Hidan? Ach nee, ist ja Christian-Spiel. Christian braucht halt die Achievements. Ach du Scheiße! Ich hab einen Besen. Das ist ja geil. Ich hab einen Besen gefunden. Wo seid ihr gerade? Ich wollte eigentlich gerade den Keller zeigen, aber wir kommen mal raus. Wo bist du denn? Seht ihr mich? Nee. Warte, seht ihr mich jetzt? Ah! Ah! Kuckuck! Was? Buch? Was hast du denn getan? Kuckuck! Wo? Was? Hey! Der hat den Ring. Er hat den Ring. Oh mein Gott. Er hat den Ring. Er hat den Ring. Er hat den Ring der Macht. Gib ihn mir. Ach, der schwebt wo rum, der Ring, oder was? Der schwebt rum, ja. Oh. Ich spring. Ich will den Ring. Ich komme hier nicht rein. Ich hab den Ring. Oh, ich hab Auto gefunden. Sieht doch schön aus. Oh, guck mal. Alter, guck mal, was ich noch gefunden hab. Was? Kennt ihr das? Ach, das ist die Maske aus Phantom der Oper, ne? Nein, das ist Halloween. Ah, stimmt, die Halloween-Maske. Geil. Das ist bestimmt ein Achievement, was man braucht. Wenn es überhaupt Achievements gibt für das. Das ist ja eine geile Kiste, ey. Oh, guck mal, hier hängt noch eine Leiche. Ein Cheerleader. Super. Die ist so schnell als erstes gestorben. Ja. Wobei, nee, eigentlich stirbt der Spaß nicht mehr. Die haben im Keller habe ich noch ein paar Skelette gefunden von Indianern. Geil. Guck mal, hier oben hängt auch noch eine. Geil. Warte. Voll geil, ey. Und was ist hier? Jetzt ein Lagerfeuer, dicht auch noch ein Toter. Wo gibt's da nicht Wasser? Direkt neben dem Haus. Ach, hier ist eine Hütte abgeschossen. Ach, hey. Ich muss den Schock erstmal was trinken. Ich weiß aber eigentlich, wo sind die scheiß Schlüssel? Komm, den kannst du einstellen. Das war mein Top. Ja, der ist. Mein Eimer. Den brauchst du nicht mehr. Sauber machen. Ja, wir machen jetzt mal ein bisschen sauber hier. Zack. Ach so. Oh mein Gott, es gibt ein Dachboden. Ja. Oh, hier liegt Pete. Pete, wie geht's? Ach du Scheiße, was ist das denn hier oben? Pete, lebst du noch? Pete! Pete!
Ich hab so ein Brett gefunden hier, wo man die Buchstaben ja zu Geistern sprechen kann, wisst ihr? Ja. Ich glaube, Pete hat Dachboden. Ich glaube, Pete ist mit seinem Kopf woanders. Ja, das glaube ich auch. Pete! Ah ne, er hieß Mark. Mark Bartram. Oh, doch, dann war es Mark. Kenn ich nicht. Weg damit. Ich muss gleich mal auf den Dachboden. Hier ist ja noch ein Raum. Hey, hier ist ein Raum, der komplett sauber aussieht. Keine Leiche in diesem Raum. Doch, da hängt eine im Kleiderschrank. Schade. Die hängen alle irgendwie kopfüber. Wo ist denn der scheiß Dachboden hier? Ach, da geht's hoch. Ach, du Scheiße, was ist denn hier passiert, ey? Ich hab schon mal die Kerzen angemacht. Sehr gut. Wie hast du die angemacht? Nur mit anderen Kerzen. Ah. Ihr macht ein Ritual mit. Belebt der Snuffles wieder. Wir versuchen es ja. Aber wo ist dieser Stein, mit dem man auf dem Brett rauflegen muss? Keine Ahnung. Wo geht's denn zum Dachboden? Immer den Blutspuren hinterher. Ja. Oh, ich habe Freddy Krügers Handschuh gefunden. Nice. Das war alles in die blaue Kiste. Ja. Ja. So, Leichen in den Häcksler. War eine Axt dabei gewesen. Ich glaube, der hat noch. Oben. Ich glaube, der lädt ja. Die Axt habe ich nämlich schon gefunden. Ich habe eine Axt auch schon gesehen irgendwo. Den Hexen benutzen. Aber wo ist denn die Maske? Die hatten wir auch von draußen hier im Garten liegen gehabt, oder? Nee, die lag im Haus irgendwo. Oh, hier ist ein Kopf. Küss mich. Ich bin ein verfluchter Prinz. Ich schmeiß noch ein paar Gedärme weg. Du musst in den Häcksler. Das Blut spritzt. Gedärme fliegen, die Familie lacht. Ach! Warte mal, ich versuch mal das komische Viech hier oben runter zu. Oh! Ups! Die Chili ist runtergefallen. Von ihrem hohen Ross. In den Häcksler! Oh. Hallo! So, die ganzen Müll hier wegschleppen oder was? Oh. Hey, du sollst in den Häcksler rein. Hey ho, die Hexe ist tot. Rein da mit dir! Jetzt geht doch. Du blutest aus deinen Augen. Hui, jetzt blutest du nicht mehr. Oh. Oh. Hm? Was denn? Geht. Ja, du hast irgendein Leichenteil in den Häcksler geworfen. Ja. Und es fühlte sich richtig an. Es fühlte sich richtig an. Hops. Aber. Ich habe jetzt auch Blut verschmiert, denn. Nice. Ich hab Cindy gerade in den Häcksler geworfen. Du hast Cindy in den Häcksler geworfen. Du gibst den Namen. Ja. Dann macht der Job wenigstens Spaß. Du Schwein. Dann halt, da habe ich so eine emotionale Bindung zu meinem Müll. Ja, aber die emotionale Bindung wird getrennt, wenn du diesen Häcksler reinschmeißt. So, die Erinnerung, die bewahre ich immer in meinem Herzen. Ja. Und das Blut lässt sich auch nicht so einfach rauswaschen, also. Nee, das stimmt. Werde ich immer einen Teil von ihr mit mir rumschleppen. Blut ist dicker als Wasser. So, putzen wir den Rasen mal ein bisschen, wischen wir den Rasen doch einfach mal sauber hier. Zack. Und hier noch ein bisschen wischen und da und da und da und da und hier. Kümmere ich mich um diesen Raum hier mal. Hui, Handabdrücke weg. Alle Spuren müssen vernichtet werden. Ah, hier liegt noch ein Messer, aber das ist glaube ich nicht das Messer, was wir brauchen, oder? Keine Ahnung. Das ist nicht das Messer, nach dem ihr sucht. Ah, wir können Fenster aufmachen und Sachen rauswerfen. Weg mit dem. Ah, praktisch. Nee, aber ich krieg da keine Stühle raus, Mist. Aber hier ist eine Vase. Hops. Ach, die gehen kaputt. Schmeiß die Tische raus. Hey, die gehen kaputt. Guck mal hier, wenn du sie irgendwo gehen willst, dann gehen die einfach kaputt. Cool, dann brauchen wir gar nicht aufmachen. Schmeiß die Möbel aus dem Fenster. Ich habe Bock zum Dancen. Wir brauchen Platz zum Dancen. Yippie, ja. yippie, Krawall und Remi, Demi. Bim, bim, bim. Bim, bim, bim. Ich entrüppe mal hier den. Wir tanzen auf den Tischen, die Stimmung ist beschissen. Habt ihr nichts zu fressen hier? Ich will. Wieso geht denn das Glas hier nicht kaputt? Jetzt! Und fein! Ah, ich hab den Schlüssel gefunden. Nice. So sieht. Yeah! Gucken, ob dann die Tür passt da hinten in dem Wald. Hey Christian, wo bist du? Ich bin im Schuppen. Ah, Mist. Warte. So? Ah, hier. Aber ich benutze hier Helen Follows, dann bin ich auch den Schuppen los. Ja, wir machen jetzt. Ah, Mist. Ich wollte jetzt eigentlich Polterabend machen, aber. Ich krieg die Dinger nicht. Ach, du Schande. Was denn? Ja, ich komme! Ich hüpf. Gibt's da Süßigkeiten? Hüpf. Süßigkeiten. Oh Gott, hier ist auch komische Musik. Da ist ein Keller! Süßigkeiten? Oh Gott, oh Gott, da ist ein Wurmloch! Christian! Ich schick sie vor. Ja. Ja, pass auf, da liegt irgendwo ein Schlüssel. Wo? Auf dem
dem Boden müsste irgendwo. Da liegt der Schlüssel, oder? Nee. Irgendwo müsste halt den Schlüssel fallen gelassen, wo sie ist. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Ich halte ihn in der Hand. Wuhu. Ja. Wo ist der? Das hier. Lost. Lost in Space. Ah, ich bin gestorben dadurch. Ich bin in den Wald gelaufen. Ja, wieder in den Wald zurück. Ja? Bist du das? Ich komme in Begleitung. Achso. Wo bist du denn? Er ist auch schon tot hier. Ich komme in Begleitung. Lass liegen. Flo, komm zurück. Was? Wo? Guck mal, was der Schlüssel war. Oh nein. Aber eben ein Aufschließgeräusch. Da. Wuhu! Los geht's! Ach du Scheiße. Was ist denn hier noch alles los, ey? Creepy, creepy. Unser bester Freund. Und das wird bestimmt das Buch sein, denke ich mal dann, ne? Ah, ja. The Dead Will Rise. Lest das, dass dieses Gesicht da drin ist, so genial. Zeig mal. Oder? Ja. Geil. Au. Ach, wer ist er denn hier? Hier, das ist doch hier von den Körperwelten hier. Wie heißt denn der nochmal? Dieser Holländer. Bring das Buch auf jeden Fall mit, ja? Ja. So, jetzt fehlt uns noch die verfluchte Hand. Die Kettensäge müsste jemand aus dem was noch holen. Ja. Dann ist nur die Frage, ob Boomstick auf damit normaler Besen gemeint ist, nur, oder ob das ein spezieller Besen ist. Ich hab ein Können da einfach mal einen Weg reintun, wenn man uns noch einer über den Weg läuft. Mr. Sam, bring me a dream. Hier liegt auch noch eine Leiche. Das sind, ich weiß nicht, so ungefähr 20 Leichen, 30. Also hier war eine echt krasse Party. Ja. Das war eine Mordsparty. So, ein Eimer. Boah! Das sieht ja geil aus von hier oben. Guck mal, ich bin auf der Hecke drauf. Ich schmeiß mal irgendwas rein. In den Hexter. Irgendwie ein Leichenteil oder so. Ja, das habe ich ja halt gerade bekommen. Ah, sehr schön. Nachbarsgarten! Was liegt da an? Nicht alles sauber drüben. Könnt weitermachen damit. Hey, hier sind ganz viele Gläser, die kann ich bestimmt alle kaputt machen. Ha! Besen! Wuhu! Alles Besen rein, yeah! Ja. Schön, schön, das hätte man... Was? Glück hat das niemand gesehen. Ich hab's gehört. Wenn man zwei Eimer aufeinander stellt und dann mit einem Fahrstuhl mit den Eimern hochfahren möchte, ja, dann gibt's eine schöne Kollision. Ah. Und alles platt. Hast du gut gemacht. Danke. Oh, der Stock muss ja wohl fallen. Okay. Das ist gruselig. Was hat die jetzt? Wo bin ich jetzt? Du bist noch ohnmächtig gerade. Ja, ich kann mich irgendwie. Ich lieg, glaube ich, ne? Oder? Ja. Jetzt stehe ich gerade auf.